Hi und herzlich willkommen hier wieder bei CubeTube. Ich bin der Lars und heute geht es um diese beiden Schmuckstücke hier. Einmal das Huawei P9 und einmal das Huawei P9 Lite. Ja, was hat es damit auf sich? Huawei hat mit dem P9 in London ein sehr, sehr, ja, ich würde sagen, starkes Flaggschiff für 2016 vorgestellt und jetzt vor wenigen Tagen offiziell auch das P9 Lite vorgestellt. Eine etwas abgespeckte Version, allerdings doch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und was es mit den beiden Geräten auf sich hat, das schauen wir uns jetzt was genauer an. Los geht's. Schaut man sich das Huawei P9 Lite links und das Huawei P9 mal etwas genauer an, dann sieht man erstmal, okay, die sind miteinander verwandt. Ihr könntet von der Front kaum sagen, welches denn jetzt die Lite-Version ist. Die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Ihr habt bei beiden Geräten ein Display, 5,2 Zoll groß, mit einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln. Das heißt, so viel tut sich da nicht, als allein in Sachen Display. Aber so ein paar Unterschiede gibt es dann schon bei der Front, würde ich sagen. Wenn man nämlich sich das anguckt und so ein kleines bisschen hier, ihr seht es, im Schatten guckt, dann seht ihr, am Rand des Huawei P9 habt ihr hier so eine leichte Wölbung im Glas. Das heißt, es ist da so ein bisschen abgerundet. Wenn ich im Gegenzug mal das Huawei P9 Lite so ein bisschen ins Glas kippe, dann seht ihr, hier haben wir nicht so eine ganz krasse Abrundung. Also hier ist der Rahmen nicht ganz so nahtlos, wie es beim Huawei P9 der Fall ist. Ansonsten, wenn wir jetzt mal den Rahmen uns angucken, dann sehen wir auch hier Unterschiede, wobei so groß sind die nicht. Also wir haben bei beiden Geräten einen Metallrahmen. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr edel aus. Und bei beiden Geräten haben wir zu beiden Seiten des Rahmens dann so eine glänzende Metallkante. Ich würde allerdings sagen, das Metall des Huawei P9 fühlt sich ein klein wenig wertiger an. Ich weiß aber nicht, ob es das gleiche ist oder ob ich mir es vielleicht nur über die Rückseite einbilde. Die Rückseite ist nämlich dann das Stichwort, da sind die Unterschiede dann doch schon recht groß. Wobei auch hier auf den ersten Blick tut sich da nicht so viel. Die sehen sich schon relativ ähnlich, aber es gibt da eben doch relativ große Unterschiede. Zum einen der Fingerabdrucksensor. Im Fall des Huawei P9 ist der Fingerabdrucksensor etwas langsamer. Das klingt jetzt erstmal komisch, das liegt aber daran, dass der eine neue Technologie hat, die nicht nur die Form des Fingerabdrucks erkennt, sondern auch die Tiefe. Und dieser 3D-Sensor, der braucht einfach einen kleinen Ticken mehr, um zu entsperren. Wobei, wenn ich das jetzt mal ausschalte und drücke, dann merkt ihr, das ist sofort da. Also es ist extrem schnell. Nur beim Huawei P9 Lite links ist das Ganze noch ein Ticken schneller, einfach weil es diese 3D-Information nicht wahrnimmt. Aber trotzdem, auch der Fingerabdrucksensor ist sehr genau und vor allem noch schneller. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das Ganze ist. Oben bei der Kamera, da seht ihr dann schon einen größeren Unterschied. Links, das Huawei P9 Lite hat eine Kamera und daneben den Blitz. Das Ganze ist schön mit Glas abgedeckt, sieht edel aus, aber es ist eben nur eine Kamera. Die hat 13 Megapixel, die Kamera des normalen P9 hat 12 Megapixel. Nanu, das ist ja sogar weniger. Ja, aber hier hat Huawei wirklich richtig was Neues sich einfallen lassen und das Ergebnis finde ich sehr, sehr interessant. Ihr seht nämlich hier oben zwei Öffnungen. Das heißt, wir haben hier zwei Kameras und beim Huawei P9 Lite seht ihr eine Kamera. Diese zwei Kameras haben jeweils eine Auflösung von 12 Megapixeln. Die eine Kamera kann normale Bilder aufnehmen und die andere Kamera kann monochrom die Bilder aufnehmen. Das hat einen monochromen Sensor, der kann nur schwarz und weiß sehen, mehr oder weniger. Und das ist natürlich eine Sache, warum macht man das? Naja, man macht es dazu, um eben auch bei schwierigen Lichtbedingungen alle Bild- und Farbinformationen aufzunehmen. Das heißt, die Fotos, die man macht, die sind einfach besser ausgeleuchtet. Dadurch, dass man längst zwei Kameras hat, kann man keine optische Bildstabilisierung nehmen. Ansonsten könnte man das schlecht synchronisieren. Entstanden ist das Ganze. Name ist natürlich Programm hier in Zusammenarbeit mit Leica. Die haben da sehr viel Know-how wohl mit reingesteckt. Dazu ist hier der Blitz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, was die Kamera hier zulässt. Und man hat da einfach noch ein paar mehr Funktionen, als es beim Huawei P9 Lite der Fall ist. Ansonsten finde ich die Geräte relativ ähnlich. Also die liegen schon sehr ähnlich in der Hand. Und das macht schon echt eine Menge her, wenn man die Geräte so hat. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das Huawei P9 Lite ist mit 7,5 mm etwas dicker als das Huawei P9 mit 7 mm. Wir haben hier 144 Gramm. Das Huawei P9 Lite ist ein kleinen Ticken schwerer. Aber das finde ich, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Größer sind die Unterschiede vielleicht auf der Unterseite, weil wenn ihr da mal hinguckt, dann seht ihr, die sehen unterschiedlich aus. Wir haben nämlich beim Huawei P9 auf der Unterseite einen 3,5 mm Klinkenstecker, einen USB Type-C-Anschluss, der beidseitig eingesteckt werden kann und vor allen Dingen sehr schnell ist, und einen Lautsprecher. Beim Huawei P9 Lite haben wir zwei Lautsprecher, wobei nur einer davon ist wirklich ein Lautsprecher, das andere ist einfach nur aus Symmetriegründen, und wir haben einen Micro-USB Type-B, also Micro-USB 2.0 Anschluss, wie man ihn bisher kannte, der ist also nicht beidseitig einsteckbar. Es ist also so ein kleiner Unterschied und wir haben keinen 3,5 mm Klinkenstecker, sondern der ist auf der Oberseite des Geräts. Also auch da haben wir so einen kleinen Unterschied. Naja.
Unter der Haube, da tut sich dann auch noch was. Wenn ich nämlich jetzt mal in das Huawei P9 reingucke, dann seht ihr, da haben wir Android in der Iteration 6.0. Gut, das hat das Huawei P9 auch. Also da haben wir die gleiche Android-Version, da gibt es keine Unterschiede. Aber ansonsten sieht man hier eben dann doch Unterschiede. Wir haben zwar bei beiden Geräten Android 6.0, aber wir haben hier unter der Haube einmal einen Kirin 955 SoC. Das ist ein sehr, sehr starker Octa-Core-SoC mit 4 2,5 GHz Takt im Kern und 4 etwas schwächer 2,0 GHz Takt im Kern. Das ist aber wirklich Power ohne Ende. Beim Huawei P9 Lite haben wir etwas weniger Power. Wir haben einen Kirin 650, das ist auch ein Octa-Core, aber er hat ein bisschen weniger Power. Wobei ich sagen muss, der normale Nutzer wird davon kaum einen Unterschied merken. Das ist wirklich Power ohne Ende. Wir haben bei beiden Geräten 3 GB Arbeitsspeicher. Das Huawei P9 hat allerdings 32 GB internen Speicher. Das P9 Lite hat in Anführungsstrichen nur 16 GB, aber man kann den Speicher ja einfach über eine MicroSD-Karte erweitern. Insofern ist es nicht so tragisch. Aber ihr seht, beide haben die gleiche Auflösung. Wir haben insofern relativ ähnliche Geräte und ich finde es nicht verkehrt. Wir haben hier ein wirklich wertiges Gerät mit dem P9 und wir haben auch tolle Spielereien mit der Dual-Kamera und vor allem hat man Metallrückseite und so. Das ist schon eine feine Sache. Aber das P9 Lite ist rein technisch jetzt nicht so viel schwächer und kostet natürlich etwas weniger. Das war also unser Kurzvergleich des Huawei P9 mit dem Huawei P9 Lite. Und ich bin von beiden Geräten eigentlich positiv überrascht. Das Huawei P9 ist ein sehr, sehr gutes High-End-Smartphone. Und ich würde sagen, für Nutzer wie mich, die absolut High-End brauchen, ist es ein richtig tolles Smartphone. Aber es braucht eben nicht jeder absolut High-End. Und es ist halt auch nicht ganz günstig. Und dann ist das Huawei P9 Lite mit ein paar Einschränkungen, aber trotzdem insgesamt einem extrem guten Paket vielleicht doch die bessere Wahl. Insofern, beide Geräte haben was für sich, beide Geräte haben Vor- und Nachteile. Ich hoffe, das Hands-on hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Huawei P9 oder P9 Lite habt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video hier bei QTube. Ciao.